Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Klimajahr Hameln. Heute geht es um die Landwirtschaft und ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen in die falsche Richtung gestartet. Ich wollte zuerst sagen, es ist die letzte Folge unserer Online-Veranstaltung. Und zwar werden wir jetzt in die Sommerpause gehen nach dem heutigen Tag und hoffen, dass wir hinterher in einer Präsenzveranstaltung das Ganze noch ein bisschen weiterführen können durch dieses Jahr. Und haben heute zum wunderbaren Abschluss des Online-Teils einen Biolandwirt zu Gast, den Helmut Sobotka vom Marienhof Esperde. Den kennen wahrscheinlich so ziemlich alle in der Gegend. Also das war, glaube ich, so ziemlich das Erste, was ich hier noch kennengelernt habe, außerhalb von Hameln, als ich hergezogen bin. Und ich reiche mal direkt das Wort weiter und wünsche euch allen viel Spaß und vor allem viel neues Wissen. So. Ja, hallo, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Liebe Freunde von Parents for Future, ist ja eure Gruppe, glaube ich, ne? Und ich bin ja von Dieter Kölkebeck angesprochen worden, einem Kollegen von euch, heute über das Thema Dekarbonisierung in der Landwirtschaft beziehungsweise Landwirtschaft und Klimawandel und was man für Möglichkeiten hat in der Landwirtschaft, CO2 zu vermindern in der Atmosphäre. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon direkt losstarten soll, Erik, oder? Soll ich kurz mich nochmal vorstellen und dann die... Oh, wie es dir am liebsten ist. Wenn du sagst, willst du erst mal zwei, drei Worte sagen, wer du bist, mach das gerne, ja. Sonst... Ja. Gut, ja, Erik hat mich schon kurz vorgestellt als Landwirt vom Marienhof Esperde. Ich glaube, mehr Leute kennen meine Frau Sabine Zeller vom Marktstand in Hameln. Und ja, ich mache seit 33 Jahren praktische Landwirtschaft, habe den elterlichen Hof damals übernommen und dann gleich auf Biolandwirtschaft umgestellt. Vorher habe ich Landschaftsplanung studiert, also nicht ein direkter Weg in die Landwirtschaft, habe mich mit dem Thema Umwelt und Landwirtschaft damals stark auseinandergesetzt im Rahmen des Studiums und dann eine praktische landwirtschaftliche Ausbildung noch gemacht. Soweit zu meiner Person. Ja, heute zum Vortragsthema Dekarbonisierung. Vielleicht noch mal kurz den Begriff erläutern oder festlegen. Dekarbonisierung wird ja auch alternativ bezeichnet als Kohlenstoffsequestierung oder als Kohlenstoffsenke schaffen. Also dabei wird ja deutlich, dass es im Rahmen dieser Treibhausgasemissionen und Klimakrise heute schwerpunktmäßig um das CO2 geht. Es gibt ja noch andere Treibhausgase wie Lachgas und Methan, die im landwirtschaftlichen Bereich eine große Rolle spielen. Aber da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Ich habe meinen Auftrag so verstanden, Dekarbonisierung, Kohlenstoffsenke fassen, erfassen, dass das sich mehr auf Pflanzenproduktion und Boden bezieht. Ja, vielleicht, bevor wir jetzt auf die konkreten Gesichtspunkte zur Landwirtschaft eingehen, versuchen wir uns nochmal ein Bild vor Augen zu führen vom Kohlenstoffkreislauf der Erde. Das ist ja doch ein sehr umfangreiches System. Und wenn wir heute über diesen Kohlenstoffkreislauf, reden, denke ich an das Ökosystem Erde, beziehungsweise an dieses terrestrische Ökosystem auf dem Festland. Also es gibt ja nochmal einen großen Kohlenstoffkreislauf in den Ozeanen, in den Meeren und auch Austausch zwischen fossilen Energien und so weiter. Aber wir wollen hier jetzt den Bereich terrestrisches Ökosystem ins Auge fassen, wo quasi durch das Pflanzenwachstum mithilfe der Photosynthese Kohlenstoff erstmal gebunden wird für die
verschiedene Nahrungsketten und später wieder zurückgegeben wird in die Atmosphäre zur Veratmung. Ich weiß nicht, ob das soweit verständlich war. Und ich wollte das damit eingrenzen, dass der Bereich, über den wir reden, klarer wird. Die Landwirtschaft arbeitet ja als Grundlage auf dem Prinzip des Pflanzenbaus und der Nahrungsmittelproduktion. Da ist ja quasi der Pflanzenbau der Grundbaustein und die Photosynthese ist vielleicht auch sogar die wichtigste chemische Formel mit im irdischen Leben, um für unsere Ernährung auch des Menschen letztendlich überhaupt den Kohlenstoff als Nahrungsbaustein und auch als Gestalter allen Lebens verfügbar zu machen. Wenn es die Photosynthese nicht gäbe, gäbe es ja hier keine Pflanzen und gäbe es uns ja selber auch nicht. Ja, gut, vielleicht noch mal ein paar Zahlen. Ich hoffe, ich bombardiere euch nicht zu sehr mit Zahlen, sonst könnt ihr mich auch gern ausbremsen. Dieses Ökosystem Erde, Pflanze, Tier, Mensch hat einen Umfang von Kohlenstoffmenge, der jährlich zirkuliert im globalen System. Das ist hier in den wissenschaftlichen Artikeln mit 120 Gigatonnen beziffert. Und von diesen 120 Gigatonnen werden, das ist die Menge, die von den Pflanzen aus der Atmosphäre gebunden wird pro Jahr. Von diesen 120 Gigatonnen werden von den Pflanzen 60 Tonnen wieder veratmet und 60 Gigatonnen durch die Verdauung der Tiere, Menschen, also die laufen unter diesem Begriff heterotrophe Lebewesen, werden die wieder umgesetzt und in den Kohlenstoffkreislauf bis zur Atmosphäre zurückgeführt. Und letztendlich bleiben nur 3 Gigatonnen langfristig im Boden gebunden, über längere Zeiträume, vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre oder auch durch Moorbildung und so weiter, Hunderte von Jahren. Also wirklich nur ein sehr kleiner Prozentsatz. 3 Gigatonnen werden festgelegt und der Mensch durch seine wirtschaftliche Tätigkeit heutzutage belastet die Atmosphäre mit 9 Gigatonnen. Also schon mit der dreifachen Menge, die überhaupt dieses terrestrische Ökosystem pro Jahr festlegt. Also daran wird schon deutlich, wie exzessiv und verschwenderisch eigentlich die menschliche Wirtschaftstätigkeit ist oder das menschliche Leben hier auf dem Planeten. Und das vielleicht vorweg mal gestellt zum Verhältnis, was die Pflanze oder die Pflanzen insgesamt auf der Welt binden können und was der Mensch hier anrichtet. Gut, nichtsdestotrotz ist die Landwirtschaft ein wichtiger Bestandteil in diesem Ökosystem. Ich habe jetzt keine Zahl vor Augen, wie viel Prozent der Landfläche landwirtschaftlich genutzt wird, aber die Landwirtschaft ist ja auch erwiesenermaßen ein Stück weit verantwortlich für die Klimakrise mit. Es wird kursierender Zahlen zwischen 17% und 32%. Also sagen wir mal vielleicht zu einem Viertel oder zu einem knappen Viertel trägt die Landwirtschaft zur Klimaerwärmung mit bei. Und es geht hier darum, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Jo. Die Landwirtschaft hier in der nördlichen Hemisphäre ist ja mittlerweile sehr stark industrialisiert und trägt laut Weltagrarbericht auch deutlich stärker zu Treibhausgasemissionen dabei als eine kleinstrukturierte Landwirtschaft in Asien zum Beispiel, Indien, in Südasien und auch der südlichen Erdhalbkugel. Brasilien und Argentinien und Australien würde ich mal davon ausnehmen. Die sind ja auch sehr, sehr europäisch orientiert und betreiben eine sehr großstrukturierte industrielle Landwirtschaft.
aber teilweise dort sehr extensiver ausgebaut, die Landwirtschaft. In Australien wird bei weitem nicht so viel gedüngt oder Pflanzenschutz eingesetzt, weil das einfach ein anderes System ist und ein anderes Klima und so weiter. Ja, die jetzt kommen wir näher auf den Bereich Landwirtschaft, Klima und Boden zu sprechen. Also das wird ja auch mein Hauptthema sein, sich mit den landwirtschaftlichen Böden hier jetzt auseinanderzusetzen und wie man im landwirtschaftlichen Boden Kohlenstoff quasi binden kann und langfristig festlegen kann, um den Kohlenstoff, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre möglichst zu reduzieren. In welchem Maße das stattfinden wird, mit Zahlen können wir zum Schluss noch mal drauf eingehen. Ja, fangen wir mal an mit den Böden. Hier in landwirtschaftlichen Nutzungssystemen, die den höchsten Kohlenstoffgehalt haben, das sind die Moorböden. Also hier in Deutschland, Norddeutschland vor allen Dingen die Hochmoore. Und auf sehr kleinen Flächen, auch noch in Süddeutschland, irgendwelche Riesgebiete, also auch Moorgebiete, die aber bei weitem nicht so hohe Humusgehalte hatten wie die norddeutschen Hochmoore. Die sind ja mittlerweile im Laufe des letzten Jahrhunderts schon zu 80% zerstört worden durch Entwässerung und Torfabbau. Aber nichtsdestotrotz gibt es dort noch sehr hohe Humus- und Kohlenstoffmengen, wo Wert drauf legen sollte, wie man da in Zukunft mit umgeht. Also, wenn die Tendenz ist, die Moore weiter auszutrocknen, zu entwässern, intensiv ackerbaulich zu bearbeiten, wird man in den Bereichen schon noch große Mengen an Kohlenstoff freisetzen, was für die Klimaschonung kontraproduktiv ist. Von daher ist da schon mal eine Maßnahme möglich, durch reduzierte Bodenbearbeitung, vielleicht auch teilweise Wiedervernässung oder eben mehr Grünlandbewirtschaftung und Abbau von Kohlenstoff zu verhindern. Des Weiteren haben wir hier in Norddeutschland noch in den Bördegebieten die Schwarzerdeböden, die den höchsten Humusgehalt haben, auf den Mineralböden. Also man unterscheidet in der Bodenkunde zwischen den organischen Böden, wie diesen Moorböden, und Niedermoore, Hochmoore, die sehr hohe Gehalte haben. Und dann kommt schon ein großer Sprung unten. Das sind die mineralischen Böden, die alle auf einer Mineralgrundlage basieren. Niedersachsen, die Hildesheimer Börde ist Land. Dort gibt es die Frucht mit 100 Bodenpunkten nach der Bodenschätzung und die haben Humusgehalte von 5%, circa 4-5%. Wir hier im haben die gleiche mineralische Grundlage wie in der Hildesheimer Börde. Jahrtausende währenden Klimas nach der Eiszeit hat sich Bergland. Wir haben hier im Weserbergland deutlich mehr Niederschläge als im Raum Hildesheim. Hildesheim liegt im Regenschatten vom Weserbergland, von den Mittelgebirgen. Und dort haben sich schon wieder ganz andere Böden entwickelt. Vielleicht auch mal ein Merkmal und ein Hinweis darauf, wie sensibel dieses System der Bodenentwicklung ist. Eben, dass das sehr stark von Klima, Wasserhaushalt und verschiedensten Faktoren abhängig ist. Und das auch nur bedingt vom Menschen manipulierbar oder steuerbar ist. Obwohl, wenn die Klimakrise, wie vorausgesagt, oder die Klimawandel, wie vorausgesagt, so stark eintritt, haben wir natürlich schon starke auf die Bodenentwicklung. Zum Negativen hin eben, dass CO2 wieder freigesetzt wird, was vorher im Humus gebunden war. Ja, mineralische Böden. Hier bei uns im Weserbergland haben unsere Böden so 1 bis 2% Humus oder 3% Humus vielleicht, weil wir hier eben durch relativ höhere Niederschläge, einen guten Kalkgehalt im Boden und auch durch eine Jahrhunderte währende schon landwirtschaftliche Bewirtschaftung nur begrenzte Möglichkeiten haben, den Humusgehalt hochzubringen.
Also unsere Waldböden haben, glaube ich, auch nicht viel mehr, vielleicht 3, 4, 5% Humus. Und die Grünlandböden, wenn das Dauergrünland war, liegt das hier im Weserbergland auch so zwischen 3 und 5%. Kontinuierlicher Ackerbau fördert immer Luft in den Boden rein, was zum Abbau von Humus führt. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu Maßnahmen, die in der Landwirtschaft möglich sind, um ja, Humus im Boden zu erhalten oder aufzubauen. So, kleiner Blick auf meine Aufzeichnung, ob ich nichts vergessen habe. Ja, also man kann das ja auch mit dem schönen Wort Dekarbonisierungsstrategien überschreiben, wie wir jetzt Kohlenstoff im Boden halten, bewahren oder auch vielleicht auch anreichern können. Und da gibt es eigentlich verschiedenste kleine Stellschrauben in der Landwirtschaft, um das zu bewerkstelligen. Also als erstes würde ich mal dabei nennen, lokale und betriebliche Kreisläufe fördern. Das heißt, der traditionelle landwirtschaftliche Betrieb war ein Gemischtbetrieb oder ist ein Gemischtbetrieb und der verwendet seinen Wirtschaftsdünger direkt wieder im Betrieb, ohne dass große Transportwege anfallen. Dem Wirtschaftsdünger auch eine große Wertschätzung. Die heutige zerteilte oder arbeitsteilige Landwirtschaft mit Intensivviehhaltung im Oldenburger Raum, Ackerbau in der Hildesheimer Börde oder um Hannover herum, Viehhaltung und Ackerbau sind auseinandergerissen. Da sind letztendlich die Wirtschaftsdünger mehr ein Problemprodukt, ein Abfallprodukt. Diese Kreislaufwirtschaft ist aufgebrochen. Und damit treten auch schon die ersten Probleme auf, was Nährstofftransfer angeht, aber auch eben ja, was den Kohlenstoffkreislauf angeht, dass ja der Kohlenstoff nicht ja. Okay. Also ja, gut, gute Frage, danke. Der Wirtschaftsdünger, das ist früher traditionell der Mist gewesen. Mist war ja eine gute Mischung aus pflanzlichem Material und tierischen Ausscheidungen, also dem Dung, Jauche und Kot und so weiter. Eigentlich eine optimale Mischung für die Bodenfruchtbarkeit und für das Bodenleben optimal zu verdauen. Heute ist es ja durch die Rationalisierung, also besonders durch die Veränderung der Arbeitswirtschaft in der Landwirtschaft, wurde auch jahrzehntelang jetzt von der Landwirtschaftskammer, von den Beratungsinstitutionen so empfohlen, Arbeit minimieren, Abwanderung von Arbeitskräften in die Industrie. Der Bauer muss seinen Betrieb arbeitsrationell gestalten und das funktioniert nur mit Mülle, mit Gülle. Also das ist ein Prozess der letzten 30, 40 Jahre, dass die ganze Festmistwirtschaft eigentlich auf Gülle umgestellt wurde. In den meisten Biobetrieben versucht man zum Mest, hat man das beibehalten. Es gibt auch konventionelle Betriebe, die auch noch gut mit Festmisten, aber prozentual ist das nur noch ein geringer Prozentsatz. Und der Wirtschaftsdünger sind alle tierischen Abfälle quasi. Die Nebenprodukte, ein Koppelprodukt oder ein Nebenprodukt der Tierhaltung. Ist das soweit verständlich? Ja? Gut. Ja, Strategien, um Kohlenstoff einzusparen, beziehungsweise im Betriebskreislauf zu binden oder im Boden zu binden. Des Weiteren Stichwort Kompostwirtschaft. Was Kompostieren ist, weiß, glaube ich, jeder. Kann man ja in sehr kleinen auch im Garten betreiben. Wird in der Biolandwirtschaft auch betrieben. Mist wird verkompostiert, aufgesetzt. Biolandwirtschaft, bei Demeter wurde das mal sehr groß geschrieben. Kompostieren ist auch sehr arbeitsintensiv. Gehen auch Nährstoffe wieder verloren. CO2 wird auch im Komposthaufen veratmet, geht wieder in die Atmosphäre zurück. Ist ja auch was ganz Natürliches, ein sehr natürlicher Prozess. Aber man will ja heute dahin kommen, dass man CO2 möglichst bei den Umsetzungen nicht
zu sehr wieder in die Atmosphäre zurückbefördert und veratmet, obwohl das was ganz Natürliches ist. Und da ist dann das zweite Stichwort Terra Preta, was ja auch hier unser Kollege Rainer Sagave sehr forciert in der Diskussion, ist auch, denke ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, um Kohlenstoff stabiler zu machen oder im System, im Kreislauf Pflanze-Boden zu stabilisieren. Also im Prinzip wird der Kohlenstoff durch extreme Umweltbedingungen fixiert. Also im Moorboden ist das der Sauerstoffmangel durch hohe Grundwasserstände und dass kein Sauerstoff die Kohlenhydrate wieder abbauen kann oder die Kohlenstoffmoleküle. Und hier bei der Terra Preta ist das durch Sauerstoffmangel im Verbrennungsprozess, durch so eine Art Schwelbrand, dass der Kohlenstoff, dass die Kohlenstoffmoleküle in eine Form gehen, dass sie nicht so leicht mehr von den Bodenbakterien abgebaut werden können. Und als Nebeneffekt hat diese Terra Preta, diese Holzkohle, kombiniert mit kompostierten Stoffen, noch bodenverbessernde Wirkung, also und die Fähigkeit, Nährstoffe, die sonst auswaschungsgefährdet sind, im Oberboden auch zu halten. Eine weitere Maßnahme, Kohlenstoff im Kreislauf der Landwirtschaft zu halten, ist der Zwischenfruchtanbau, also eine ständige Begrünung des Bodens. Das machen wir in der Biolandwirtschaft auch, also wir bauen zwischen 40% und 60% unserer Flächen nach den Kulturpflanzen oder zwischen den Kulturpflanzenfolgen nochmal eine Zwischenfrucht an für eine Gründüngung, die wieder in den Boden eingearbeitet wird oder die leicht eingearbeitet wird und die Humusbildung fördert. Also letztendlich kann ja Humus sich nur durch Pflanzenwachstum aufbauen und umso mehr wir das Pflanzenwachstum fördern, umso besser ist auch die Humusbildung. Der ganze Humusprozess ist eigentlich nochmal eine sehr komplizierte Geschichte, also ist auch nicht hundertprozentig erforscht, weil da so viele organische Kohlenstoffverbindungen beteiligt sind und so viele Stoffwechselvorgänge auch von Mikroorganismen ablaufen, dass es noch nicht hundertprozentig erforscht ist. Dann ist eine reduzierte Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft auch humusschonend. Immer wenn man Luft in den Boden bringt durch Bodenbearbeitung, wird auch wieder Humus abgebaut. Man regt den Kreislauf damit wieder an. Also in gewisser Weise brauchen wir auch manchmal etwas Humusabbau, damit auch Nährstoffe aus dem Humus wieder freigesetzt werden und der nächsten Kulturpflanzenfolge zur Verfügung steht. Aber man könnte das durch eine reduzierte Bodenbearbeitung schon etwas bremsen und minimieren, um den Humusgehalt zu schonen. Dann gibt es den Verzicht auf mineralische Enddünger. Dieses Thema mineralischer Stickstoffdünger ist ja nochmal ein ganz großes Thema, weil bei der Erzeugung des Stickstoffdüngers schon enorme Mengen Energie verbraucht werden, meistens auch fossile Energie. Und eigentlich haben wir Landwirte unsere kleine Stickstofffabrik auf jedem Hof, wenn wir Leguminosen anbauen. Diese sogenannte Hilfe der Knöllchenbakterien, die eine Symbiose eingehen mit der Pflanze, den Stickstoff aus der Luft binden können. Der Stickstoff ist ja hoffentlich allen bekannt, einer der Hauptnährstoffe im Pflanzenwachstum, neben dem Kohlenstoff und anderen. Und in der Biolandwirtschaft wird das eben durch Leguminosenanbau bewerkstelligt. Das ist unser Hauptstickstoff im Wachstum der Biofrüchte. Ja, vielfältige Fruchtfolgen ist noch eine weitere Maßnahme. Und auch Bodenruhephasen. Also im Biolandbau wird plädiert auch mal ein Wir haben wohl gerade einen Signalabbruch. Die Gewächse sind sehr humusfördernd, weil die eigentlich. Wir hatten gerade die letzten 20, 30 Sekunden kompletten Abbruch. Da war überhaupt nichts von dir zu sehen oder verstehen. Okay. Ja, war das vorher auch schon mal, oder? Wir hatten mehrfach so ganz kleine Aussätze, aber das konnte man sich noch alles zusammensetzen.
Okay, dann wiederhole ich nochmal die letzten drei Sätze, ja? Danke dir. Ja. Leguminosenanbau habt ihr noch verstanden, ja? Der Anbau von stickstoffbindenden Pflanzengesellschaften. Ja, und der nächste Punkt, vielfältige Fruchtfolgen, wo auch eine zweijährige Bodenruhe mit eingebaut wird. Also bei der Bodenruhe wird erstmal der Boden gar nicht bearbeitet. Dort wächst dann Kleegras. Das ist ein Pflanzengemisch aus gräserartigen Pflanzen und Leguminosen wieder, diesen symbiosebildenden Schmetterlingsblütlern, die den Stickstoff in den Boden mit reinbringen. Und das ist ja auch schon Jahrhunderte bekanntes System von Fruchtbarkeitssteigerung. Also die Erfahrung, früher hat man das wissenschaftlich noch nicht so ganz durchschaut, aber die Erfahrungen waren ja schon da, dass diese Pflanzenkombinationen humusfördernd sind und damit auch fruchtbarkeitsfördernd. Ja, die letzten zwei Punkte, die mir noch eingefallen sind, wäre wir sind hier ja ein sehr technikaffines Land, das wird manchmal sehr hochgehalten und überbewertet. Eigentlich gehen die mechanischen Vorgänge, Bodenbearbeitung mit Treckern, wo ja auch Dieselkraftstoff verbraucht wird, gehen gar nicht so riesen Energiemengen verloren oder in die Atmosphäre. Aber trotzdem ist das doch ein wichtiger Faktor, wo man auch dran arbeiten sollte. Mechanisierung der Landwirtschaft aus regenerativen Energiequellen. Da gab es auch schon mal vor 10, 20 Jahren diesen Elsbeth-Motor von einem pfiffigen Erfinder, der mit Rapsöl betrieben wurde, aber irgendwie nicht durchgesetzt. Vielleicht wurde es nicht genug gefördert. Und die Rapserzeugung ist ja ein ähnliches Thema wie jetzt ja, Biokraftstoffe. Die sind ja doch immer ein bisschen umstritten, weil die wieder mit einem sehr hohen Energieaufwand konventionell erzeugt werden. Sprich, diese Ethanolgewinnung aus Ölpalmen oder Raps oder Mais ist so ein bisschen zwiespältig. Ganz früher gab es auch die Holzvergaser, hatte ich auch wieder einsetzen bei Schleppern. Und ich denke, Zukunftsthema wäre auch Wasserstoffeinsatz, gerade bei Nutzfahrzeugen. Also der Wasserstoffeinsatz lohnt sich ja eher im Verhältnis zur Elektrotechnik gegenüber dem Elektroauto, wenn es um Schwerlast, um sehr hohe Kraftaufwand geht und Energiereserven, die gebraucht werden, sprich LKWs oder Schlepper. Das wäre ein Punkt. Und durch Elektroantriebe könnte natürlich die Effizienz in Schleppern auch noch sehr gesteigert werden. Und das Letzte wäre noch Agroforesting, ist in manchen Gruppen ein sehr großes Schlagwort, hat vielleicht auch Zukunft. Ich sehe das eigentlich mehr als eine Kulturgeschichte für die Tropen, also wo Agroforesting auch pflanzenbaulich nochmal sehr viele Vorteile mit sich bringt, bei der intensiven Sonneneinstrahlung und so Beschattung und Speicherung von Wasserreserven. Bei uns könnte das aber auch ein Thema werden, wenn das politisch und wirtschaftlich entsprechend unterstützt und umgesetzt wird, weil ich wüsste jetzt niemanden, der so aus Kurzumtriebsplantagen, so Energieholzgewinnung schon einen ausreichenden Geldertrag erwirtschaftet. Ist mir hier zumindest in der Region nicht bekannt. Aber wenn man auf Fläche verzichten will für die Nahrungsproduktion, wäre das natürlich hier auch noch eine Möglichkeit. Obwohl, da kommen wir jetzt auch auf die Widersprüche oder auf die Haken der ganzen Geschichten zu sprechen, dass Deutschland ja eigentlich mit seiner Bevölkerungsdichte schon einen hohen Bedarf an Fläche für die Nahrungsmittelproduktion hat und dass wir auch nur begrenzt vielleicht mit Energiepflanzen da Fläche abgeben wollen oder können. Weiß ich nicht, das ist ein Rechenexempel, was da möglich ist. Ja, soweit sind mir die verschiedenen Punkte zur Dekarbonisierung eingefallen und
Wenn wir jetzt zusammenfassend auf die Bewertung kommen, was da möglich ist, denke ich, dass man das schon immer in Relation sehen muss zu unserem ganzen Wirtschaftsgeschehen, was die Dekarbonisierung bringt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der Königsweg ist, hier um die Klimakrise oder den Klimawandel zu bewältigen. Dazu sind ganz andere Maßnahmen notwendig, wie Energieeinsparung, weg von fossilen Energiequellen. Die ganze industrielle Produktion und Energiewirtschaft müsste umgebaut werden. Aber die Landwirtschaft ist ja vielleicht doch ein wichtiger Baustein mit dabei, die vielleicht 10 oder 20% dazu beitragen können, dass diese Klimakrise bewältigt werden kann. Und ich würde das unter dieses Stichwort stellen, global denken und lokal handeln, dass wir hier auch lokal in der Verantwortung sind, in der Landwirtschaft alle Möglichkeiten zu ergreifen, um einen positiven Beitrag zu leisten durch Kohlenstoffbindung. Und von daher kann ich auch nur noch mal die Initiative hier von der Therapeta-Gruppe unterstützen, dass also hier im Landkreis Grünschnitt zumindest nicht als Abfallstoff irgendwohin vertransportiert und beseitigt wird, sondern dass der wertschöpfend hier in den ökologischen Kreislauf eingebunden wird und positiv für die landwirtschaftlichen Böden verwendet wird. Ja, das war es erstmal von meiner Seite soweit. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu lang geworden. Doch schon eine halbe Stunde. Entschuldigung. Passt doch hervorragend. Ja, vielleicht sollten wir dann irgendwie noch in die Diskussion einsteigen. Ich weiß auch nicht, wie lang euer Zeitbudget ist. Wollen wir das jetzt mal festlegen oder so? Ja, also 30 bis 45 Minuten ist immer so das, was wir sagen, so für die Rednerzeit und dann hinterher noch ein kleines bisschen Diskussion. Ja. Damit wir ganz am Ende so auf eine bis eine, maximal 1,5 Stunden kommen mit unseren Vorträgen. Also von daher sind wir noch super in der Zeit. Ja, okay. Ja, Da, dann hat das ja ganz gut gepasst, ne? genau, da können Aber wir vollkommen entspannt vielleicht sein. können wir es ja anpeilen, dass wir zu Nachrichten dann, aber es muss auch nicht sein. Wenn die Diskussion interessant ist, können wir auch gern länger machen, aber das entscheidet ihr letztendlich. Genau, da hoffe ich drauf, dass der Chat noch ein bisschen aktiv wird mit den Fragen. Und ich versuche gerade, unsere Bilder nebeneinander zu bekommen, statt nur immer einen von uns eingeblendet. Sekunde. So, jetzt habe ich's. Damit wir auch ein bisschen Diskussion gehen können. Also, wir nehmen gerne Fragen. Oh, da kommt jetzt eine richtig harte Frage. Ist die Ernährung der Weltbevölkerung mittels nachhaltiger Ökolandwirtschaft nach Ihrer Meinung möglich? Soll ich da gleich drauf antworten, Ja. ja? Ja, also es gab ja schon im Jahr 2000 auch Berichte, ich weiß nicht, wie hieß der Global 2000 oder in den 90er Jahren, wo das auch Wissenschaftler, Umweltökonomen berechnet haben. Und die Prognosen sind so, dass das schon möglich ist. Man muss einmal darauf schauen, dass in großen Bereichen der Welt ja noch sehr nachhaltig mit Subsistenzlandwirtschaft gearbeitet wird. Gut, das sind auch Agrargesellschaften in Afrika, Indien und so weiter. Aber die schaffen es schon, ihren Nahrungsmittelbedarf zu decken oder exportieren teilweise auch noch. Und wir hier in unseren industrialisierten Landwirtschaften, wir verpulvern ja Unmengen an Nahrungsmitteln und Energie für die Tierhaltung, wodurch hier eigentlich die ganze Gesellschaft leidet und krank wird. Also wenn man mal unsere ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sonstigen Erkrankungen, unsere Übergewichtserkrankungen anguckt in Deutschland und Nordamerika, dann ist das ja eigentlich ein großer negativer Effekt. Und dass eine Ernährungsumstellung auch positiv eigentlich für die Gesundheit der Menschen hier wäre, das sollte eigentlich schon Anreiz genug sein, auch diesen Weg zu gehen. Und bei diesen Berechnungen zum Ökolandbau wird eigentlich davon ausgegangen, dass auch hier die Wohlstandsgesellschaft bereit ist, eine Ernährungsumstellung umzusetzen.
Und unter den Bedingungen ist eine Ernährung mit ökologischer Produktion auf jeden Fall gesichert und gegeben. Also mir fällt einmal der Bericht Global 2000 ein, aber da gibt es auch neuere und moderne Berechnungen dazu. Die Aussagen der Industrie, die immer irgendwie den Welthunger, den Teufel an die Wand malen, sind Aussagen in deren eigenen Interesse, um ihre Pfründe zu retten. Aber mit der ökologischen Bewirtschaftung, wenn man das klug anstellt und es gibt auch einen Wissenschaftsfortschritt dabei, sehe ich da kein Problem drin. Ich sehe eigentlich hier selbst das auf unserem Betrieb. Gut, ja, wir erzeugen natürlich auch nicht nur Getreide hier, sondern auch relativ viel Gemüse, aber ich bin erstaunt, was für Mengen an ökologischer Ware oder an ökologischen Produkten wir hier eigentlich erzeugen können auf unseren paar Hektar. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen wir ernähren, habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet, aber das ist ja, ja, ich Ja. glaube, soweit mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen, aber wir können da gern noch genauer drauf eingehen. Ja, soweit ich weiß, hat auch das World Food Program, glaube ich, mehrfach Studien dazu gemacht, wie die Ernährungsmöglichkeiten da gegeben sind. Und nicht vergessen darf man ja, dass wir sogar landwirtschaftliche Flächen in Afrika dadurch kaputt gemacht haben, dass wir teilweise hochsubventionierte Dinge, die bei uns nicht gegessen werden wollen, dorthin exportiert haben und dort landwirtschaftliche Betriebe ruiniert haben. So wie zum Beispiel eben Hühnerteile und so weiter exportiert werden und dort Ja, bin, einiges kaputt gemacht bitte. haben. Genau, ja, kann ich auch nur bestätigen. Ein Auszubildender von uns arbeitet auch bei Brot für die Welt und der hat dieses Thema Chicken Dumping, also wo dann billige Hähnchenteile aus Europa und Brasilien nach Afrika geschickt werden und die Eigenversorgung kaputt gemacht wird, dargestellt. Und dass der Hunger auf der Welt eigentlich größtenteils nur ein Verteilungs- und wirtschaftliches Problem ist. Wo gewisse Leute von profitieren, aber dass das nicht unbedingt mit schlechten Agrarsystemen zusammenhängt. Kriege spielen natürlich auch eine große Rolle, aber dass das nur mit Intensivlandwirtschaft und hohem Energie- und Chemieeinsatz funktioniert, das will eigentlich nicht in meinen Kopf rein. Dann war die nächste Frage, kann die Landwirtschaft in Deutschland ohne Kunstdünger betrieben werden? Ja, die kann betrieben werden ohne Kunstdünger, mit einer deutlich geringeren Überproduktion. Die Überproduktion kostet uns ja hier auch sehr viel Geld. Also das fängt ja schon in den 70er, 80er Jahren an, als das ganze EU-Subventionssystem von den Interventionspreisen umgestellt wurde, jetzt auf diese Prämienregelung. Aber wenn der Wille da ist, findet sich auch ein Weg. Also es wird natürlich die Nahrung dann mehr wertgeschätzt werden müssen und das geht. Ja. Und hier ist noch eine ganz spezielle Frage im Bereich Mineralienhaushalt gekommen. Welche Rolle spielt Phosphat im Ackerbau? Ja, Phosphat. Phosphat ist ja nicht so ein mobiler Stoff wie Stickstoff oder Kohlenstoff, der da in einem intensiven Kreislauf in der Umwelt kursiert, sondern ist eher in den Böden festgelegt und wurde hier in Deutschland ja auch in den letzten 100 Jahren, seitdem es diese Ernährungstheorie von Liebig gab, eingeführt, ja, aus Phosphatlagerstätten in Westafrika, ist ja vielleicht bekannt. Wird heute da auch noch immer abgebaut. Und wir haben hier in vielen Böden eine deutliche Phosphatüberversorgung. Wir kriegen natürlich auch riesige Phosphatmengen durch die Futtermittelimporte aus Südamerika hier nach Europa geliefert. Und also für die nächsten 100 Jahre würde ich erstmal mit den Phosphatgehalten in unseren Böden überhaupt kein Mangelproblem erkennen. Ich habe vor 30 Jahren den Boden
übernommen von meinem Vater, der in den Nachkriegsjahren bis in die 90er, 80er Jahre auch diese intensiven Düngeempfehlungen umgesetzt hat und hatte erstmal auf den Eigenflächen sehr hohe Phosphatanteile und die haben sich eigentlich auch mit der Biobewirtschaftung gut gehalten. Ich sehe natürlich auch zu, dass ich Phosphat über diese vorhin genannten Wirtschaftsdünger zurückführe. Ich kaufe etwas Kuhmist zurück und auch Hühnermist von Biobetrieben und versuche so den Phosphatgehalt im Boden auf einem gesunden Level zu halten. Dass Phosphat hier im Ökosystem so ein großes Problem geworden ist, hängt natürlich auch von unserem Haushaltsverhalten ab. Also Phosphat über Waschmittel war ja lange Jahrzehnte ein großes Problem, ist auch noch nicht ganz eliminiert. Und eben diese Phosphatauswaschung aus dem Oberboden, wo dann Gülle irgendwie in Norddeutschland neben den Flüssen auf die Felder geplätschert wird in Übermengen, da wird dann Phosphat auch in die Oberflächengewässer eingetragen. Aber in Ackerbauregionen, wo Phosphat irgendwie eigentlich als Wertstoff behandelt wird und im Boden versucht wird, gut einzuarbeiten, zu halten, sehe ich nicht so das Umweltproblem durch Phosphat. Ja, wir hatten da vor einiger Zeit mal den Professor Dr. Gassmann von der Uni Kassel zu Gast. Der hatte auch gesagt, also in den Bereichen, die er untersucht, wird in der Landwirtschaft, also zumindest im Bereich von landwirtschaftlichen Flächen, Hauptsache Stickstoff in die Flüsse gespült. Und den Hauptphosphatzufluss, der ist vor allem im Bereich hinter Kläranlagen zu finden. Und das scheint wohl eher der Zivilisationsabfall innerhalb unserer Gewässer zumindest zu sein. Ja. Ah ja, okay. Ist interessant. Also im Klärbereich versucht man ja Phosphat jetzt auch aus dem Klärschlamm rauszuholen. Separat, teilweise, ja, das ist wieder unser ganzes System, das mit unserer Abwasser Abwässern vermengt werden und dass eigentlich da auch eine viel Kreislaufwirtschaft eingeführt werden müsste, dass man Klärstämme bedenkenlos wieder auf Äcker fahren könnte. Also im Bioanbau ist ja Klärschlammeinsatz verboten, weil die Klärschlämme ja in der Vergangenheit doch immer in hohem Maße mit Schwermetallen belastet waren. Und eigentlich könnte man auch in kleineren Kreisläufen wieder dahin kommen. Oder wenn man das verhindern würde, dass Leute auch so blöd sind, ihre Batterien ins Klo zu schmeißen, dass man dann Klärschlamm auch wieder auf landwirtschaftlichen Flächen einsetzt. Ja, es ist traurig, was mitunter das Klo runtergespült wird. Ja. Okay. Wenn jetzt keine Fragen in dem Bereich mehr sind, hätte ich jetzt noch eins, zwei Fragen zu dem, ja, Wetter, das wir so in letzter Zeit hatten. Ich meine, mit dem Klimawandel kommen extremere Wetterbedingungen. Und wir hatten ja jetzt zum Beispiel in Erzen, wo, ja, ich sag mal, der fruchtbare Oberboden quer durch den Ort gespült wurde, wo durch die Schlammlawine ja Erzen auch mitten in der Nacht gesperrt war. Wie ist eigentlich jetzt die Auswirkung von den starken Regenfällen auf den Bioflächen gewesen? Weil soweit ich weiß, ist da ja auch mehr Bodengrün vorhanden und damit wahrscheinlich auch eine stärkere Verwurzelung, oder? Ja, wir tun natürlich im Bioanbau schon immer was für diesen Humusaufbau. Durch Zwischenfrüchte versuchen wir den Humusgehalt, aber das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess, der Humusaufbau. Und die andere Seite im Bioanbau, im Weserbergland auf unseren guten Böden, und das machen wir ja auch bei uns auf dem Betrieb, wir bauen relativ viel Hackfrüchte an. Und da sind dann diese Starkniederschläge schon ein Problem. Dann gibt es immer Phasen, wo der Boden auch nicht geschützt ist. Wir bauen zum Beispiel Buschbohnen an, grüne Bohnen, die werden erst im Juni gesät und der Boden liegt jetzt im Juni, Juli noch 4 Wochen offen da. Und gerade in dieser Jahreszeit sind die heftigsten Starkregenereignisse, wie wir jetzt in Erzen auch gesehen haben. Und da ist es bei uns auch schon passiert, dass Oberboden abgespült wird.
Wir machen uns schon Gedanken, also wir müssen eigentlich weiter wegkommen davon, das in Hanglagen anzubauen. Und man müsste sich, wir bauen auch schon mal Streifen an zum Erosionsschutz zwischendurch, um da den Wasserfluss zu bremsen. Aber ganz optimal und hundertprozentig toll sind wir da auch nicht immer. Also das Optimale war eigentlich vor 100 Jahren, als diese ganzen Hanglagen Grünlandflächen waren. Jeder Betrieb hatte noch seine 20 Milchkühe auf dem Hof stehen und es war ein gewisser Grünlandanteil hier im Weserbergland notwendig, um die Viehhaltung zu versorgen. Und durch die arbeitsteilige Entwicklung in der Landwirtschaft, durch den Strukturwandel, ist das hier ja größtenteils verschwunden. Und das ist ein Problem. Also gut, man könnte natürlich hier noch Hackfruchtanbau weiter verbieten oder einschränken, aber dann gibt es wieder woanders Intensivgebiete, wo auch wieder andere Probleme auftreten, wenn da was konzentriert wird. Das ist alles nicht so einfach. Ich kann auch nicht beurteilen, ob diese Starkregenereignisse jetzt wirklich mehr geworden sind. Ich kann mich da, also die Extremwetterlagen habe ich schon den Eindruck, diese letzten 3 Trockenjahre hatte ich so nicht aus meiner Biografie bisher in Erinnerung. Und ja, dieses Jahr mit dem Regen hatten wir schon mal öfter, so 2007 und 2002 gab es immer schon mal Jahre oder 98, wo das so war. Aber ja, über das Wetter kann man, glaube ich, auch lange diskutieren, ne? Aber der Klimawandel ist nicht abzustreiten. Also ich glaube, das nimmt jeder irgendwie wahr, dass sich da was in Veränderung befindet, auch zum Negativen hin, ne? Ja, ich hatte kürzlich einen Bericht gesehen über, ich glaube, in Brandenburg war das. Da sind ja auch sehr platte Felder im Gegensatz zu hier und auch sandigere Böden. Da hatte wohl jemand mit dem Agriforst-System experimentiert und da tatsächlich dann für seinen Bereich zumindest eine Besserung festgestellt durch die Beschattung und die Wurzeln, dass da dort natürlich im sandigen Boden, das natürlich eine unheimliche Wirkung dann hatte. Ja, auf diesen sandigen Böden in Brandenburg hat man ja teilweise das Problem der Winderosion. Da gab es ja auch mal vor ein paar Jahren, dass die Autobahn da bei Rostock gesperrt werden musste, weil da irgendwelche Sanddünen auf der Autobahn entstanden sind. Und da sind natürlich Windschutzhecken auf jeden Fall von großer Wichtigkeit. Gerade in Ostdeutschland, wo die Landschaft ja auch zu DDR-Zeiten sehr verändert wurde, also Flächen geschaffen wurden, umso größer die Flächen, umso größer wird dann das Problem auch, dass der Wind so richtige Angriffsflächen hat. Hier bei uns spielt die Winderosion nicht so eine große Rolle, aber wir haben hier auf dem Betrieb auch in den letzten 30 Jahren noch 500 Windschutzhecke angepflanzt. Und ich sehe, dass jetzt dieses Jahr im Bereich der Hecke auf der Ostseite der Hecke wachsen die Bohnen also deutlich schneller, weil einfach ein Mikroklima entsteht, wo ja, wo mehr Wärme vorhanden ist, der Wind nicht so angreifen kann, ein besseres Mikroklima ist. Wenn wir jetzt ein Trockenjahr hätten, hätten wir in dem Bereich wahrscheinlich eine Wachstumsdepression, weil die Heckenpflanzen doch so 5, 6 Meter auch in den Acker hinein Wasser entziehen. Also es wiegt sich dann auch manchmal auf von Jahr zu Jahr oder jedes Jahr ist anders. Aber Hecken sind auf jeden Fall gut. Beißt sich immer ein bisschen mit der Mechanisierung unserer Großtechnik, wo die Landwirtschaft immer mehr hinwandert. Aber ja, auch aus ökologischer Sicht, so Saugrupe und so, hat das ja viele Vorteile. Also so kann man auf jeden Fall befürworten. Aber man muss sehen, dass man seine Arbeit auch nicht zu sehr einschränkt damit. Also es ist immer so ein Abwägungsprozess. Und fürs Auge, für den Menschen ist natürlich auch toll. Ne? Wir nutzen das auch, um einen Schatten zu setzen. Ja, ich hoffe drauf, dass in Zukunft auch andere Sachen wie zum Beispiel die Möglichkeit, Agrisolaranlagen zu bauen, erstmal von den Genehmigungsverfahren her erleichtert werden, damit man in verschiedenen Regionen rausfinden kann, was ist jetzt eigentlich die beste Möglichkeit für die jeweilige Region, ja, Sachen zu kombinieren oder ja,
Sachen nachhaltiger zu machen in dem jeweiligen Bereich. Weil mit dem Klimawandel werden wir hier schon, wir sind jetzt schon gegenüber des langjährigen Mittels, sind wir ja schon bei 1,2 Grad Erwärmung, werden wir es hier einfach wärmer haben. Und da ist vielleicht dann doch eine Möglichkeit in irgendeiner Weise, die dann halt vielleicht auch mit dem Mechanischen verträglich ist, eine Beschattung zu bekommen, sinnvoll. Ja, genau, das könnte schon sein. Also muss man immer von dem einzelnen Standort abhängig machen und versuchen, alle Aspekte damit einzubeziehen. Aber also wir haben es nicht bereut, dass wir diese Hecke gebaut haben. Einmal macht es viel mehr Spaß, bei uns in der Landwirtschaft in der Landschaft zu arbeiten. Auch ja, unsere Helfer in der Unkrauthacksaison artiges Plätzchen, um sich dahin zu setzen. Wie gesagt, dieses Jahr ist der Feuchtigkeit, dass irgendwie im Bereich komischerweise die Pflanzen besser. In Jahren war es auch mal umgekehrt, aber insgesamt kann sich ja auch eine nützliche Population in der Hecke aufbauen und es bringt viele positive Effekte für die Landwirtschaft. Man verliert natürlich ein paar Quadratmeter an Nutzfläche, um Nahrungsmittel zu erzeugen, aber ich habe so den Eindruck, die positiven Effekte haben das aufgewogen. Aber es ist natürlich schwer, in die Köpfe der Landwirte reinzukriegen, dass ja, weil man erstmal ein bisschen Ackerland dafür opfern muss. Und es wird immer sehr eindimensional gesehen. Ja, vielleicht wird es ja auch dafür dann mit den anstehenden Reformen ja auch einen Ausgleich dann irgendwann geben in unserem momentanen Fördersystem. Ja, das muss man auch mal sagen, dass irgendwie dieses Fördersystem wirklich auch teilweise borniert war, weil man wurde regelrecht dafür bestraft, wenn man eine Hecke anlegte. Man wird dann kontrolliert mit Luftbildern und da, wo die Hecke noch einen Schatten wirft, das wird von der Ackerfläche mit der Förderung ausgeschlossen. Die Hecke selber auch und die Schattenbereiche auch noch dazu. Und ich habe zum Beispiel in meiner Schafweide auch diverse Bäume, Büsche wachsen lassen. Das wurde alles aus der Förderung rausgerechnet, obwohl das ja eigentlich positiv bewertet werden sollte, ne? Also gesellschaftlich gesehen würde ich mal sagen, würde die Mehrheit das begrüßen, wenn wir eine vielseitigere Landschaft hätten und ne, ja. Ja, gerade bei einer Viehweide würde ich ja sagen, das ist ja auch als Unterstand für die Tiere sinnvoll. Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, ob diese Kontrolleurin von der Landwirtschaftskammer so komisch getickt hat oder ob sie von oben die Auflage hatte. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es war dann mir auch zu blöd, mich da ewig mit rumzuspreiten. Wir haben es dann so geschluckt. Irgendwann kostet es mehr Nerven, als es am Ende bringt. Ja, so ist es. Ja, ich werde jetzt noch mal eine Minute warten, ob noch irgendwelche Fragen aus dem Chat vorhanden sind. Sonst glaube ich, sind wir auch soweit durch. Ja, mich würde noch mal interessieren, ob jemand da von der Therapreta-Gruppe auch mit zugehört hat und ob der vielleicht oder die Person noch was zu ergänzen hat dazu. Also wie die noch mal diese, ob wir das ausreichend beleuchtet haben, dieses Thema Dekarbonisierung und Sequestrierung von Kohlenstoff. Ist keine Rückmeldung, ist vielleicht auch niemand dabei, ne? Ja, also ich meine, man muss den Leuten noch einen Moment Zeit geben zu tippen und wir haben auch ein paar Sekunden Verzögerung, bis das überhaupt draußen ankommt. Positiv kann ich sagen, wir hatten hier trotz allem zeitweise 10 Zuschauer mit dabei. Also es ist nicht ganz so schrecklich gelaufen, wie wir jetzt schon mal hatten. Das Ja. beruhigt mich, ja. Schlechtes Wetter sorgt wohl dafür, dass die Leute dann doch mal öfters noch mit hier reinschauen. Ja. Zu Beginn, als Corona noch jeden gezwungen hat, zu Hause zu bleiben, hatten wir ganz andere Zuschauerzahlen. Aber jetzt wollen die Leute wohl doch eher nach draußen. Ja, kann ich sehr gut verstehen, ja. So.
Verzeihung. So. Ja, es kam ein Dank für die informative Veranstaltung zurück. Ich glaube, dann sind das jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann schon Ja, dann mal. können wir in Genau. den Feierabend gehen, ja? Genau, dann sage ich mal vielen Dank. Vielen Dank allen für das Zuschauen, für die spannenden Fragen und für die schöne Diskussion. Und dann werde ich jetzt noch einen Schlusssatz, noch etwas Hübsches Eigenes. Schlusssatz sagen oder wie? War das eine Ja, genau. Aufforderung oder wollte ich immer Je, sagen? je, jede, jedem, jedem Gast noch einen Schlusssatz oder einen eigenen Appell oder was er möchte. Gut, von meiner Seite auch vielen Dank an euch an technische Unterstützung und Moderation und euch alles Gute. Gerne höre ich mal wieder von euch. So, dann vielen Dank und diese Reihe ist dann jetzt als Online-Reihe vorerst beendet und wir hoffen, dass wir nach den Ferien ein spannendes Programm in Präsenz bringen können. Und bis dahin wünschen wir euch schöne Ferien, einen schönen Sommer, genießt die Zeit und wir sehen uns wieder.